Sponsor der heutigen Sendung ist die Firma Nekton. Die gibt es seit über 40 Jahren. Ich selber benutze Nekton von meinem ersten Tag an, sprich seit über 30 Jahren. Da hat man Nekton MSA, Nekton Rep. Das waren so die Anfänge der Terraristik. Da war schon, wie gesagt, Nekton mit dabei. Jetzt gibt es neue Produkte wie das Desi oder hier das Crested Gecko Food. Ist neu entwickelt von Nekton. Kann ich euch absolut ans Herz legen. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute eine Langnasenstrauchnatter, heißt die auf Deutsch, wissenschaftlich Philotrias baroni. Ja, super hübsche Schlange. Grün läuft immer, würde ich mal sagen, ne, in der Terraristik. Also grüne Terrarientiere sind sowieso immer absolut beliebt oder Schlangen erst recht. In dem Fall. Ja, wirklich ein wunderhübsches grünes Tier, skurril mit diesem Nasenaufsatz, ne, den der deutsche Name schon sagt, Langnasenstrauchnatter. Die Baronis gehören zu den Trugnattern, muss man also auch ein bisschen mit Vorsicht walten. Trugnattern, weiß so ziemlich jeder von euch, haben ganz hinten im Rachen Giftzähne. Bei einem normalen Biss, behaupte ich mal, können diese Giftzähne nicht irgendwie an den Finger kommen. Also es kann gar nicht so dumm laufen, dass die da dran kommen. Aber bei einem adulten Tier ist vielleicht ein Unfall denkbar. Habe ich noch nie davon gehört, aber ich würde in dem Fall sagen, es ist nichts, was ich einem 14-15-jährigen Terrarianer als Einsteigertier empfehle, sondern vielleicht einem Terrarianer mit gewisser Erfahrung und zumindest Ü18, ne, einfach um diesem Thema Trugnatter auch gerecht zu werden. Ansonsten sind es wirklich tolle Terrarientiere, sind problemlos, fressen gut, fressen Nagetiere, ne, als Jungtier hier fressen sie, die frisst jetzt behaarte Babymäuse in der Größe. Adulte Tiere werden ganz ordentliche Brocken, die werden so 1,50 Meter, 1,60 Meter lang vom Durchmesser, wie so 2-Euro-Stück, würde ich mal ungefähr sagen, oder vielleicht sogar noch ein bisschen dicker. Ganz ordentliche Größe, die da erreichen. Von dem her entsprechend großes Terrarium. Aber dann hat man wirklich ein super hübsches Terrarientier und deswegen heute mein Intro-Tierchen. Diesen Saba Black Iguana, den hatte ich in meiner älteren Folge als Intro-Tierchen. Das hat bei vielen oder bei einigen Interesse geweckt. Deswegen die heutige Folge drüber, über den Iguana melanoderma heißt er mittlerweile. Saba Black Iguana, den wollen wir heute näher betrachten, behandeln. Ich glaube, damals bei meinem Intro hatte ich den noch Saba Black Iguana genannt, aber Iguana Iguana. Mittlerweile, also jetzt 2020, wurde der neu bestimmt. Heißt jetzt mittlerweile Iguana melanoderma, ne? Also anhand von optischen Merkmalen, aber auch anhand von DNA-Nachweisen hat man festgestellt, es ist kein Iguana Iguana, sondern es ist eine eigenständige Art. Iguana melanoderma, ne? Melanoderma, schwarze Haut, also spiegelt sich der Name auch wieder Saba Black drin. Ihr werdet jetzt denken, wieso Melanoderma oder wieso ist Black? Der ist doch gar nicht Black, der ist doch noch grün. Das ist hier ein Jungtier mit jetzt knapp 2 Jahren oder ja, guten Jahr hat der jetzt. Als Jungtier sehen die eigentlich aus wie grüne Leguane, im Prinzip wie Iguana Iguana. Kann man optisch, denke ich, fast nicht von unterscheiden. Im Laufe des Wachstums verändert sich die Farbe. Sie kriegen schwarze Stellen am Körper. Ne? Also als Jungtier fängt es hier so am Auge rechts und links an, wie wir hier sehen können. Das ist übrigens auch ein Erkennungsmerkmal oder in der Bestimmung von dem Iguana melanoderma ein markantes Merkmal, dass er zwischen Auge und Ohr hier diese schwarzen Flächen bekommt. Schwarzer Rückenkamm. Wenn sie adult sind, kriegen sie einen komplett schwarzen Kehllappen. Ne? Noch als Jungtier färbt er sich jetzt so langsam um, aber später wird er komplett schwarz.
Wie der Name schon sagt, kommt diese Iguana-Art von den Saba-Inseln und von Montserrat. Ja. Saba und Montserrat, das sind kleine Inseln auf den unteren Antillen. Ja, wie gesagt, auch relativ kleine Inseln. Also das Verbreitungsgebiet erstreckt sich auf diese beiden Inseln. Die Inseln selber sind mittlerweile zu einem Großteil ebenfalls gerodet. Also das natürliche Biotop, die Wälder, wo die Iguanas vorkommen, verschwinden auch immer mehr und mehr. Und das führt dazu, dass mittlerweile dieser Iguana einer der seltensten Iguanas ist. Also man schätzt die Population vielleicht insgesamt, ne, also auf beide Inseln verteilt, noch mit ungefähr 500 adulten Tieren. Und die Tendenz, oder wie gesagt, durch den Rückgang der Natur wird es tendenziell eher weniger wie mehr. Ich denke, früher haben sie die bestimmt auch gegessen. Der Iguana Iguana in Mittel-Südamerika dient als Nahrungsmittel. Auf den Inseln wird es nicht anders sein. Wenn so ein Iguana adult ist und vielleicht 2-3 Kilo hat, dann ist da auch einiges nahrhaftes Fleisch dran. Und so wurde die Population immer kleiner und kleiner. Es gab einen Züchter, Farmer, der auf den Antillen so eine Art Iguana-Farm betreibt. Der hat die Inselpopulationen oder der vermehrt diese Inselpopulationen und hat die einige Tiere davon exportiert die letzten Jahre. So kam auch ich an diese Tiere ran. Das hier ist ein Männchen, by the way. Ich habe auch noch das passende Weibchen dazu, zeige ich euch nachher. So kam ich an dieses Pärchen seltene Iguanas ran. Zur Haltung muss man nicht allzu viel sagen. Zum einen, weil die meisten von euch wahrscheinlich gar nie leider in die Verlegenheit kommen, diese Tiere halten zu können. Zum anderen ist eigentlich auch relativ schnell gesagt, in der Haltung sind sie wieder grüne Leguan. Die bewohnen das gleiche Biotop, ne? Lichte Baumbestände oder einzelne Baumbestände auf in tropischem Klima, um es mal so auszudrücken. Da leben die, ernähren sich zu 80-90% vegetarisch. Klar, wenn sie mal irgendwas Fleischliches erwischen, sei es irgendwelche Insekten als Jungtiere oder vielleicht auch vielleicht sogar kleine Nagetiere oder gar Vögel als adulte Tiere, aber das wird selten der Fall sein. Ansonsten ernähren die sich von Blätter, gelegentlich von Früchten, wenn es welche gibt. Ja, das ist so die Grundlage für die Iguana Iguana oder Iguana Rhinolopha und eben auch von den Iguana Melanoderma. Hier haben wir noch das passende Gegenstück jetzt dazu, das ist das Weibchen. Also man erkennt es an den Hemipenistaschen, erkenne ich das, wenn ich schaue. Aber man sieht es eigentlich auch wegen an der Kopfform. Hat wegen einen zarteren, dezenteren Kopf schon. Man sieht es, der hat ein spitze Krallen. Man sieht es auch jetzt hier, die Zeichnung, die ich vorher angesprochen habe. Zwischen Auge und Ohr hat er nicht so dieses ausgeprägte Schwarz. Aber auch schon zu sehen, auch der Kehllappen ist schon schwarz, also auch bei den Weibchen wird der schwarz. Hier ein hübsches, stattliches Weibchen zu dem Mann. Also hier noch schön dieses Rosa hier an der Seite, ne, was selbst die adulten Tiere noch zum Teil haben oder die subadulten Tiere. Können wir übrigens ein Bild einblenden. Das Tier ist nicht von mir, sondern hat man mir zur Verfügung gestellt. Könnt ihr hier das Bild anschauen, der Name vom Besitzer ebenfalls mit dabei. Ich denke, die Tiere werden mit circa 3 Jahren geschlechtsreif sein. Ne? Also ich glaube, ich muss noch gut ein Jahr warten, anderthalb, bis die so weit sind, bis man die verpaaren kann. Ich hoffe, dass ich die nachzüchten kann, beziehungsweise ich biete, oder das Pärchen steht auch zum Verkauf. Mir ist in Anführungsstrichen fast egal, ob ich es behalte oder ob ich es verkaufe. Ich hoffe nur, dass das Pärchen muss auf jeden Fall zusammenbleiben. Also ich gebe die nicht einzeln her. Und
wenn die an irgendjemand gehen, dann hoffe ich schwer, dass die auch gezüchtet werden, weil wie gesagt, das ist, denke ich, mittlerweile eine der seltensten Iguana-Arten und das wäre echt traurig und eine Schande, wenn die nicht zumindest in Gefangenschaft weitergezüchtet werden und ja, hoffen wir, dass sie in der Natur, dass sie auf Saba oder auf Montserrat auch überleben oder die Population vielleicht sogar wieder wächst. Aber vielleicht kann man die ja auch in der Terraristik erhalten, sodass diese Iguana-Art dann nicht letztendlich ausstirbt. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terraristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terraristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt und bleibt mir treu.